Und ich sage es euch ehrlich, diese Geschichte, ich habe sie gestern zum ersten Mal rausgesucht in den Büchern. Ich habe sie vorher nicht gekannt. Und ich sage es euch ehrlich, irgendwas ist gestern mit mir passiert. Diese Aussage so, seit gestern schäme ich mich. Diese Aussage, La ilaha illallah. Sa'd ibn Rabi'. In der Schlacht von Uhud ist Sa'd vermisst worden. Nach der Schlacht hat man die Toten, die Shuhada, gesucht. Und jeder suchte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wo ist Sa'd? Wo ist Sa'd ibn Rabi'? Sahaba sagt, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, ja Rasulullah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Zayd ibn Thabit, ja Zayd, geh, such mir Sa'd und guck, wie sein Zustand ist. Mit der Hoffnung, er lebt. Und Zayd suchte einen Arm hier. Ich sage, Schlacht von Uhud, möge Allah euch die Umrah, die Hajj ermöglichen. Wenn ihr da seid, stellt euch das einfach bildlich vor und ihr werdet euch schämen, ein Handy rauszunehmen. Wallah. Weil heutzutage, was ich da sehe, Wallah, das Respektloseste, was es gibt. Dieser Boden ist eigentlich normal, wir Muslime, wir müssten da trauern und nicht reden. Wir müssen uns schämen, dass wir überhaupt da drauf treten dürfen. Hört euch diese Geschichte an. Und Zayd sucht ihn. Zayd sucht ihn, Zayd sucht ihn, bis er ihn gesehen hat. Sa'd liegend, aufgeschnitten. Aus seinem Mund kommt Blut. Blubbert schon, weil seine Lunge voller Blut sind. Nimmt seine letzten Atemzüge. Zayd sieht ihn an, guckt Sa'd an und sagt: Ja, Sa'd, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich geschickt, um zu fragen, wie dein Zustand ist. Sa'd sagte, ja, Zayd, guck mal. Kurz vorm Sterben. Ist kurz vorm Sterben. Blut aus seinem Mund. Und Zayd sagte ihm, der Prophet hat nach dir gefragt, hat dich gesucht. Er hat mich dich suchen lassen. Es war so dieses, ey, du darfst nicht sterben. Sa'd, du darfst nicht sterben. Der Prophet, hat mich extra nach dir suchen lassen. Du darfst jetzt nicht einfach so von uns gehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt, wie dein Zustand ist. Und nach dem Motto, ey, raff dich zusammen. Und Sa'd sagt, ja, seht, bitte gib das letzte Mal, bitte grüß das letzte Mal den Propheten sallallahu alaihi wasallam von mir. Ja, seht, bitte gib das letzte Mal den Salam an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Zayd sagt, ey, komm, mach nicht so, du sagst ihm das selber. Und dann sagte er, du willst wissen, wie mein Zustand ist, ja, Zayd? Er sagt dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mein Zustand ist so, dass ich Al-Jannah schon riechen kann, ja, Zayd. Ja, Zayd, ich kann das Paradies schon riechen, ja, Zayd. Und hat seine Hand genommen und hat seine Hand ausgestreckt und Zayd gab ihm die Hand und er zog ihn zu sich und sagte, ja, Zayd, ich bitte dich, ich gebe dir diese Amana. Bitte vergiss nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam von mir das letzte Mal zu grüßen. Und ja, Zayd, bitte sag den Angehörigen von mir. Hört euch das an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aufgrund von euch Verletzungen, obwohl ihr noch am Leben seid. Hört mal, im Krieg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aufgrund von euch Verletzungen, obwohl ihr noch am Leben seid. Wallahi, Yawm al-Qiyamah werde ich vor Allah Verantwortung ziehen für euch. Wie konntet ihr zulassen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verletzt wurde? Obwohl ihr noch lebt. Wie könnt ihr das zulassen? Ihr lebt, ihr seid gesund und ihr lässt zu, dass jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam verletzt? Wallahi, Yawm al-Qiyamah vor Allah, ich werde euch zur Rechenschaft ziehen. Wegen der Wunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war Sa'd ibn Rabi'. Guck mal, was für Worte, ey. Bruder. Bruder, guck mal, yani, ihr müsst das verstehen, was für Wörter da sind. Wallah, Bruder, ich habe es gestern gelesen. Ich habe geweint wie ein Kind. Weil ich mir dachte, La ilaha illallah, Bruder, wie geht das? Wie geht das? Wallahi, Yawm al-Qiyamah werde ich euch zur Rechenschaft ziehen vor Allah. Obwohl ihr am Leben seid, ist der Prophet verletzt. Wie geht das? Wie könnt ihr das zulassen als Muslime? Wie? Und heute, mein Bruder, yani, wir konnten damals den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht beschützen. Heute, wir konnten sein Leben nicht beschützen. Heute müssen wir nur seine Ehre beschützen. Selbst das schaffen wir nicht.
bei Allah selbst heute nur die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschützen, schaffen wir nicht. Und heutzutage, die Muslime, die machen sich selber lustig über die Sunna. Und du musst, wir reden noch nicht mal von rausgehen, mein Bruder. Wir reden ja noch nicht mal von rausgehen. Lass uns nur ins Internet gucken. Ich meine, Bruder, jeder dem Seinen, sah. Jeder hat seine eigene Seele, jeder hat seinen eigenen Grab. Aber es geht hier um den Namen Allahs und den Namen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ihr seid am Leben und ihr habt zugelassen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verwundet ist. Noch schlimmer jetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist von uns gegangen und ihr könnt jetzt noch nicht mal seine Ehre beschützen. Menschen, die sich selber, Muslime, die sich selber lustig machen über die Religion. Und wir sagen, ach egal. Brüder, die irgendeinen Unsinn erzählen über Allah und seinen Gesandten. Ach egal, Bruder, Abdelhamid, lass ihn. Ja, nee, warum musst du auf ihn reagieren? Schwestern, die sich über die Bedeckung Allahs, über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam lustig machen. Ach, lass sie. Bruder, es geht hier um die Ehre des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Dien ist unser Dien. Die Sahaba sind verstrichen. Die Sahaba, Yawm al-Qiyamah, mein Bruder, über die machen wir uns keine Sorgen. Wir müssen uns über uns Sorgen machen. Lass uns das mal vergleichen mit den Sahaba von früher. Du willst nach meinem Zustand fragen, ja seht, Wallahi, ich rieche Jannah. Bitte vergiss nicht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam von mir zu grüßen, das letzte Mal, eine Amana. Bruder, er sagt nicht, bitte sag meine Frau, das Geld ist da und bitte meine Kinder, ich liebe die. Und bitte vergiss nicht, meinen Propheten das letzte Mal zu grüßen. Als Bilal ibn Rabah al-Habashi, der erste Mu'addin des Islams, möge Allah uns mit ihm vereinen. Wir kennen die Geschichte von Bilal. Ist ma'ruf, ist bekannt. Wir brauchen sie nicht erwähnen. Er ist von Medina ausgezogen, weil er Medina nicht mehr sehen konnte. Jeder, der schon mal in Medina war und Medina zurückkommt, jeder hatte feuchte Augen, weil sie denkt, ich will die Stadt nicht verlassen. Ich will meinen Propheten nicht verlassen. Als der Bilal im Sterbebett lag, rief die Frau von Bilal, wa husna, wa husna, was für eine Trauer. Was für ein Trauer. Mein Mann wird sterben. Und Bilal sagte, sag sowas nicht. Warum sagst du sowas? Sag, wa farhab. Was für eine große Freude. Warum? Denn heute treffe ich mich wieder mit meinem Propheten. Sallallahu alaihi wa sallam. Er war froh, dass er stirbt. Er hat seinen Propheten vermisst. Er weiß, wenn er jetzt stirbt, er wird den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wiedersehen. Er sagte, sag sowas nicht. Qal wa farhab. Sprich, was für eine Freude. Denn heute wird sich mein Mann wieder mit seinem Propheten vereinen.